11.55 Uhr ist an uns die Meldung gelangt, dass auf einem Feld bei Predigtbruch eine zweimotorige Maschine abgestürzt sei. Das hat sich tatsächlich bestätigt. Das, was wir bisher wissen, ist, dass sich zwei Personen, zwei Männer an Bord befunden haben. Die sind noch an der Unfallstelle verstorben. Jetzt sind Kriminalisten der Direktion Ost hier. Das ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist ebenfalls eingeschaltet. Und da müssen wir herausbekommen, woran es gelegen hat, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.